Hallo und willkommen zurück bei Resident Evil HD Remaster. Wir sind gerade noch in der Hütte, haben uns ein bisschen ausgeruht, aber es ist wohl an der Zeit weiterzukommen, denn wir wollen ja nicht unser ganzes Leben in dieser Welt verbringen. So, erstmal schnell umrüsten. Ich leg das Gewehr mal gerade ab. Und das können wir auch kurz hier lassen. Unser Inventar ist ja relativ leer. Wir haben nur noch die Winde übrig und das Wappen. Ach, und wir haben einen Erste-Hilfe-Kasten, der noch nicht geöffnet wurde. Schauen wir mal rein. Noch ein Erste-Hilfe-Spray. Ja, also an Heil-Items sind wir echt gut bestückt. Aber man merkt halt auch einfach, dass das hier kein sehr hoher Schwierigkeitsgrad ist. Okay. Mal schauen, ich denke, wir haben hier alles erledigt. Jo, das Gebäude ist grün. Okay, dann machen wir uns mal wieder auf den Weg weiter. Zurück in die gruselige, traurige Welt da draußen. Okay, da haben wir wohl einen Kollegen, der auf uns wartet. Wo steckst du, mein Freund? Da ist er. Reicht dir das schon? Oh nein, das reicht dir nicht. Jetzt? Gut, der ist wohl hinüber. Und zwar endgültig. Okay, auf dem Weg hierher haben wir ja die Grabsteine auf dem Friedhof gesehen. Und es hat so ausgesehen, als könnten wir da einzelne Items verwenden. Dieses Windwappen probieren wir mal aus. Die Rahmen sind immer richtig schön nervig. Ich weiß gar nicht, ob die uns überhaupt angegriffen hätten, aber ich wollte das lieber so lösen, ehe wir gleich angegriffen werden. Und wir bekommen drei neue Wappen, na supi. Gut, dass ich ein bisschen Platz im Moment habe. Können wir die jetzt einfach auf die andere Seite setzen, oder? Das wäre ein bisschen zu einfach. Okay, wir können das nicht einfach so verwenden. Okay. Ja, drücken wir mal den Schalter. Und schon sieht es so aus, als würde es passen. Ja. Okay, dann weiter. Mit den anderen beiden dasselbe. Noch einmal. Ja, benutzen, nicht angucken. Cool. Das ist doch mal eine Knarre.
Gut, damit haben wir den Bereich auch abgeschlossen, alles grün. Und wir gehen weiter. Wir haben ja durch die Hütte diese Kurve bekommen und damit werden wir jetzt wahrscheinlich auch in den Bereich weiterkommen, in dem wir noch nicht gewesen sind. Hier draußen. Am Pool, wenn ich mich nicht irre. Alles grün hier. Und noch mehr Kraut. Da kann ich echt froh sein, dass ich gerade mit Jill spiele, weil mit Chris wäre jetzt schon der Schluss mit seinem Inventar. Der Bereich ist auch grün, das heißt, wir haben alles eingesammelt. Und hier fehlt anscheinend der Aufzug. Also gehen wir mal den anderen Weg. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass sobald man aus dem Haus ist, das Spiel irgendwie viel linearer wird und vielleicht so vorher, weil man einfach so viele Möglichkeiten hatte, hinzugehen, wenn man sich nicht auskennt. Na, das sieht doch so aus, als könnten wir hier unsere Kurbel... Ich habe die Kurbel nicht mitgenommen. Oh Mann. Das war doof. Dann holen wir die nochmal schnell. Ich denke, ins Haus geht schneller als zurück zur Hütte. Genau, und sowas besteht eben die Herausforderung bei Resident Evil, dass man immer die richtigen Items dabei hat. Dazu gehört natürlich auch, dass man das Spiel schon sehr gut kennt, denn sonst kann man nicht wissen, was einen erwartet. So, dann geht's zum Safe Room. Falsche Tür. Wrong door. Und wir kommen sogar durch, richtig. Ich habe mich gerade gefragt, wie das war mit der Tür, weil die hier nur von einer Seite benutzbar ist. Okay, dann müssen wir uns gleich einen anderen Weg suchen. Aber jetzt packen wir erstmal schnell die Kurbel ein. Oder auch die Winde, wie sie hier genannt wird. Ich folge einfach mal meinem Instinkt in Richtung wieder nach draußen. Ja, ich denke, der beste Weg ist jetzt über den Innenhof. Hoffentlich. Aber derjenige, der das Haus hier geplant hat,
Also, der gehört wirklich erschossen. Wahrscheinlich ist er sowieso schon tot. Schließlich schon Resident Evil. Da lebt ja so gut wie keiner mehr, der hier mal gearbeitet hat oder in irgendeiner Form dieses Haus kannte. Gut, und dann sind wir wieder draußen. Ich kann mich noch ein bisschen daran erinnern, was jetzt passiert von früher. Aber das werde ich jetzt natürlich nicht verraten. Wäre ja blöd. So. Sie hören das entfernte Rauschen eines Wasserfalls. Na, und dank dieser High-Definition-Aufnahme, die wir gerade genießen konnten, wissen wir jetzt, dass der Pool leer ist. Ist immer ein bisschen merkwürdig, wenn man irgendwie so ein Remake spielt und zwischendurch Videos und Szenen kommen, die aus dem Original sind, also von der Qualität her, wirkt irgendwie etwas fremd im Spiel. Wobei natürlich jetzt auch nicht die Texturen allesamt High Definition sind. Das haben wir ja schon festgestellt. Und da ist noch ein Rabe gewesen. Nein! Ich schieße in die Luft. In der Hoffnung, dass da ein Rabe ist. Kommt schon! Das ist immer eine Munitionserscheinung, das regt mich auf. Weil man eigentlich gar nicht weiß, wohin man schießt. Also natürlich weiß ich, wohin ich schieße, aber ich weiß nicht, ob ich treffe. Das ist das Problem. So, der Platz ist auch grün. Alles eingesammelt, was geht. Da brauchen wir eine Batterie. Und das scheint dann der Fahrstuhl zu sein, der eben gefehlt hat, auf der anderen Ebene. Also gehen wir doch erstmal hier entlang. Noch ein wenig Kraut. Davon haben wir noch kaum was. So. Und der Bereich ist auch grün. Oh, Schlange. Nein. Lasst mich. Lasst mich in Ruhe. Ab in die Hütte. Und wir sind in einer neuen Residenz angekommen. Sehr schön. Was haben wir denn hier drin? Ein Speicherraum. Das passt doch ziemlich gut. Dann sammle ich gerade eben die ganzen Items ein, die hier rumliegen. Jo, was haben wir denn hier? Noch ein Erste-Hilfe-Spray. Und eine Batterie zur Verteidigung. Neues Kerosin für den Behälter, damit wir wieder schön Zombies grillen können.
und Farbbänder zum Speichern. Okay, gut, dann lege ich die Sachen eben ab und sortiere kurz um und dann geht's weiter im nächsten Part. Bis dahin. Tschüss.